Auf dem Motorrad ganz allein durch Afrika. Quer durch die Wüste über holprige Straßen und Schlaglöcher. Dieter Schneider hat das Abenteuer gewagt. Allein die Suche nach einem Schlafplatz, jeden Tag eine neue Herausforderung. Am Samstag dann das Kontrastprogramm, Temperatursturz und strömender Regen. Willkommen zurück in Würzburg. Ja, 4 Monate Afrika sind vorbei. Tolle Begegnungen, wunderschöne Tour, schöne Landschaften, alles toll, Sonne, warm. Los ging's am 5. Oktober in Würzburg. Auf seiner Reise hat Schneider 17 Länder durchquert und insgesamt gut 20.000 Kilometer zurückgelegt. Nach 111 Tagen hieß es dann, Ziel erreicht, das Kap der guten Hoffnung. Das Motorrad hat die lange und harte Tour gut überstanden, dank Christian Ebert. Er hat das Fahrzeug wüstenfit gemacht und Schneider mit Ersatzteilen versorgt, für alle Fälle. Ich hatte einen Platten in Namibia, dafür kann aber das Motorrad nichts. Da war ein Stahlstift drin im Schlauch und da war auch eine Werkstatt um die Ecke, das ging auch ganz schnell. Insgesamt hat der Werbefachmann 300 Stunden im Sattel verbracht. Ich hätte gedacht, dass es körperlich anstrengender ist. Es war eher die mentale Anstrengung, ne? Wenn man wochenlang durch arme Dörfer fährt. Aber körperlich ging es eigentlich ganz gut. Und außerdem wurde er für die Strapazen entschädigt. Da muss man, glaube ich, den Sudan herausheben, weil da wurde ich immer gewarnt, es sei gefährlich und die Menschen ganz schlimm. Aber die Menschen dort waren total freundlich, haben mich eingeladen privat, sehr gastfreundlich. Dann die Landschaften, das Hochland in Äthiopien, wunderschön, die Wüsten in der Sahara oder in Namibia, Südafrika, die Kapregion war schon hervorragend und natürlich die Zauberinsel Sansibar. Schneider ging es bei der Reise nicht nur ums persönliche Vergnügen. Gemeinsam mit dem Würzburger Schwimmer Thomas Lurz hat er eine Stiftung für behinderte Sportler gegründet. Einen Teil der Spenden nahm er mit nach Kampala in Uganda. Dort gibt es ein Wheelchair-Projekt. Es geht da um Rollstühle, die man unten günstig bauen kann. Und die werden halt genutzt, damit die Versehrten dort, meistens aus dem Bürgerkrieg in Uganda, Rollstuhlbasketball spielen können. Behinderte ist, kann man pauschal, glaube ich, für ganz Ostafrika sagen, ist oft eine Strafe für die Eltern. Werden ausgestoßen, enden als Bettler irgendwo auf der Straße. Seine Erlebnisse teilt Schneider in einem Blog. Er soll dabei helfen, Vorurteile über Afrika abzubauen. Einmal Würzburg-Kapstadt, ein Abenteuer, das nachwirkt. Man kann auch mit weniger, glaube ich, glücklich sein. Das ist so, was mir Afrika immer wieder gezeigt hat.